Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel The Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir den schönen, wo ist er denn, Fragezeichen freigeschaltet, oder auch bekannt als The Blue Baby. Werde ich nicht spielen, ist verdammt nochmal schwer, weil der Typ kein Leben hat, sondern nur die Soul Hearts und Lebensupgrades eben nur ein Soul Heart geben. Deswegen habe ich mich heute entschieden, ich werde Judas spielen. Auch nicht gerade ein einfacher Charakter. Aber, was soll ich sagen? Hat am Anfang nur ein Leben. Deswegen teilweise ziemlich schwer. Hat aber eine große Stärke, schießt auch gar nicht so langsam. Und hat dieses schöne Satansbuch, womit wir einfach mal gefühlte Millionen Damage raushauen und alles töten können. Also eigentlich von den Anfangs-Items her extrem geiler Charakter. Nur halt das Leben am Anfang ist bescheiden. Ich weiß nicht, wie wir ihn jetzt attackieren sollen. Okay. Ho, ein Schuss, ja. Oh, the common cold. Poison Damage. Heißt, wir schießen jetzt quasi nicht mal Tränen, sondern wir schießen Rotze. Wenn man das so sagen möchte. Und wir haben eine Chance von, ich glaube, irgendwie 33%, dass wir unsere Gegner vergiften. Ist auf jeden Fall eins der besseren Items. Vor allem gegen Bosse, weil, ja, Bosse kann man so Damage over time zufügen. Hoffentlich kann ich das jetzt mal am Gegner demonstrieren, weil eigentlich prockt das Ding ziemlich häufig. Zumindest immer, wenn ich es hatte, war das so. Ja, hier, da hat man es gesehen. Vergiftet und sofort kaputt gegangen. Obwohl das auch so ein kleines Viech jetzt war. Aber egal. Darauf achtet ja keiner. Ansonsten, ich meine, es bringt kein Stärke-Upgrade oder so. Es bringt nur diesen Poison-Damage. Kann aber, wie gesagt, nützlich sein. Ich werde jetzt nochmal in die anderen Räume gehen. Aus dem Grund, weil ich gerne noch versuchen möchte, Bomben und Schlüssel zu bekommen. Und ja, man merkt es vielleicht auch, ich spreche ja was nasal. Ich habe vorhin irgendwie fünfmal genießt hintereinander. Und seitdem habe ich einen kleinen Schnupfen, gefühlterweise. So wie es immer ist. Genau vor der Let's Play-Aufnahme passiert mir so ein Scheiß immer. Es wird ein Mysterium bleiben. Ich glaube, ich will es auch gar nicht kapieren. Da ist wohl irgendjemand gegen mich. Sterbt, kleine, friedliche, nette, grinsende Monster. Biceps. Keine Ahnung, was ihr seid. Seid mir unheimlich! Und ein Schlüssel, eine Bombe. Aber ich könnte jetzt auch nicht raten, wo der Geheimraum sein könnte. Das ist mir irgendwie zu risky. Also Bosskampf. Und wir bekommen Larry Jr. Und wir benutzen unser Item. Wie man sieht, wir hauen jetzt mehr als gut Damage raus. Und das sind die Würmer, die nicht die keine Kackhäufchen machen. Ich liebe diese Würmer, die sind nämlich so schön einfach. Aber man sieht auch schon hier, der Giftschaden ist ganz okay eigentlich. Man sieht schon, der tickt gut runter, wenn er Gift hat. Und da haben wir auch schon besiegt. Schön. Wirecoat-Hanger, Tears up. Aber kein Leben dazu bekommen, nur ein blaues, ist nicht gerade so schön. Hoffen wir darauf, dass wir im nächsten Item-Raum was Gutes bekommen. Vielleicht Bandage oder so. Oder vielleicht auch, wie nennt man das Ding nochmal? Fetus in the Jar. Ist das oder so mein Lieblings-Item im Spiel? Wie man auch in der letzten Runde gesehen hat. Ich glaube, ich springe noch nichts auf. Ah, zwei goldene Kisten. Ich warte erstmal auf den normalen Itemraum. Oh Gott. Hallo, was haben wir denn hier Schönes? Fresst meine Giftkugeln. Ich meine meine Rotze. Und da haben wir das Teufelsbohr schon wieder aufgefüllt. Das ging schnell. Das war knapp. Aber ich meine, ich habe meine Pro-Skills und kann einfach mal so ausweichen, weil ich awesome bin. Bam! Und eine Münze. You cannot do anything against me, because I'm just going to snot you. Ja, das sind auch so, das heißt, was ich denke. Dann haben wir einen blauen. Oh, Pilz. Damage up. Das ist schön. Geschwindigkeit erhöht, Damage um, glaube ich, einen erhöht. Dafür sind wir langsamer jetzt im Laufen. Wenn wir gleich, wie hieß er nochmal? Ich weiß nicht, wie der Boss hieß.
der mal uns anschaut und versucht. Wenn wir den gleich bekommen, haben wir ein Problem. Oder wenn wir das schwarze Kind bekommen. Ihr werdet jetzt nicht denken, was ist das schwarze Kind? Wenn ihr es seht, dann... Ja, ich weiß nämlich nicht, wie das Ding heißt. Und ich würde sonst einmal Fire Emblem Laser nennen. Dieses Ding, das sagt euch bestimmt was. So, hoffen wir, dass wir noch einen Schlüssel bekommen. Dann geht meine Taktik auf. Oh, das ist ja schon ein einfacher Raum. Der schwerste Mini-Boss im Spiel. Und eine Bombe. Jetzt geht mein Plan auch auf. Jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen in den Geheimraum. Der sollte links sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und wir haben gute, viele Münzen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich theoretisch auch in den Münzraum gehen. Schwer. Überhaupt, das ist schwer. Ich muss mal auf jeden Fall den Schlüssel holen. Das ist Tatsache. Jetzt ist es die Frage, mache ich mit dem Schlüssel eine Kiste auf, bekomme vielleicht noch mehr Schlüssel oder gehe ich in den Item rum, bekomme definitiv ein Item. Ich mache es so. Kommt von zwei Schlüssel. Oh, das ist auch okay. Speed up. Nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber immerhin ein Item, was uns upgradet. Also besser als nichts. Ah, jetzt kann ich das mal öffnen. Oh, schön. Zwei Soul Hearts. Motherfucker! Verdammt, das war ein Schlüssel. Verdammt! Ja, logisch nachdenken hat nicht funktioniert heute diesmal. Und Larry June. Nee, du bist nicht Larry June, ja. Scheiße. Wie heißt du? Ich hab vergessen. Oh, du bist sterben. Du bist so tot. Da sieht man nämlich den Vorteil an ihm hier. Er macht so viel Schaden. Dann haben wir ein bisschen Hundefutter zum Essen. Ein Leben dazu bekommen. Und Dämon. Blue Baby wäre Schwachsinn. Das Item. Oh Gott. Ich weiß nicht mal, was es macht. Ich weiß es nicht mal. Ich weiß nicht mal, was es macht. So ein Scheiß. Aber nein, ich habe viel zu wenig Leben. Das opfer ich nicht. Nee. Und runter. Okay, haben wir schon mal den Münzraum. Ach, das ist eine eklige Startposition. Okay, nur der Kleine ist lebend. Und eine Turbombe. Arschloch. Dafür habe ich ein halbes Herz geopfert. Nein. Vielleicht bekommen wir noch den Waver. Der Waver wäre richtig awesome. Gibt uns halt die Möglichkeit, dass wir nur noch halben Schaden bekommen. Dauerhaft halt. Worüber kann ich noch reden? Und zwar, ich würde es nicht erwähnen, wenn es nicht was Besonderes für mich wäre. Und zwar, Fraps hat ein neues Update bekommen. Und das Update macht das Geilste überhaupt. Fraps hat ja normalerweise die Angewohnheit, dass es alle 3, bla 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 Gigabyte splittet die Datei. Jetzt hat Fraps endlich die Möglichkeit, dass er durchgehend aufnimmt. Das heißt, eine große Datei. Das heißt, da mein Sony Vegas Probleme macht bei Fraps-Dateien, die erstmal reinzuladen. Und ich nämlich ich muss irgendwie 20 Minuten auf jede einzelne Videodatei erstmal klicken, dann 2 Minuten warten, bis es geht, und dann kann ich nämlich die bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt endlich einfach nur BAM machen, einmal draufklicken, irgendwie, ich muss leider Gottes 10 Minuten warten bei Sony Vegas, und dann BAM kann ich sie in einem Ruck bearbeiten. Das macht die Sache noch erheblich einfacher. Außerdem hat man so ein bisschen weniger Dateichaos, weil man nur eine große Videodatei hat. Man kann es natürlich noch umstellen für FAT32er Laufwerk, kann man auch nur noch in 4 GB Dateien splitten. Aber ansonsten passt das. So, und ich merke gerade, wir haben immer noch keinen Schlüssel bekommen. Relativ schlecht. Vor allem der Item-Raum kommt jetzt gleich noch. Wenn wir da keinen Schlüssel haben, dann ist es ein Grund, sich aufzuregen. Scheiße. Natürlich ist bei mir immer alles ein Grund, sich zu aufzuregen, aber naja. Vielleicht Bombsaki. Gott. Telepilze. Telepilze, nicht gut. Außer sie sich teleportieren einen zum Geheimraum. Beziehungsweise nicht zum Geheimraum, sondern zum... wie nennt man den? Zum Arrow Room, glaube ich, heißt der.
weil man dort drinne halt irgendwie, glaube ich, 3 Items bekommen kann. Und dann einfach wieder zurückkommen. Das ist awesome, der Raum. Und Lord! Okay, wir sind jetzt noch langsamer als vorher. Sind jetzt ein fettes Kind geworden. Sozusagen. Und wir haben 2 Leben dazu bekommen. Also Lard ist auch eines der besseren Items eigentlich. Und das dürfte knapp werden. Ja, kam ich nicht ohne Schaden raus, war nicht zu verhindern. Aber Doppelbomben. Und ich glaube, ich habe auch jetzt den Geheimraum gefunden, so langsam. Oh Gott, das langsam ist echt ein Problem. Shit, 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 shit. Ich freue mich auch schon, wenn bald das Binding of Isaac Update rauskommt. Das sollte jetzt im nächsten Monat kommen, also Mai. Wenn das rauskommt, boah, ich werde so viel zocken. Wenn ich noch Zeit habe, weil ich meine, Diablo kommt nächsten Monat raus, am 15. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich Diablo mehr als nur ein bisschen zocken werde, weil ich habe Diablo schon immer gezockt. Das ist, dabei bin ich quasi aufgewachsen, kann man sagen. Und Diablo ist einfach ein schönes Spiel. Oh, shit, 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 shit. Und ich habe so viele Stunden Diablo verbracht. Diablo 1 habe ich schon bis zum Ohnmächtigwerden gezockt. Damals. Aber ich hab lustigerweise Diablo 1 immer nur normal durchgespielt. Ich habe irgendwie, ich weiß es sogar noch, ich habe einen 27er Charakter auf meiner Playse 1 gehabt. Irgendwie immer nur normal durchgezockt, weil Albtraum mir irgendwie doch zu schwer war. Weil ich doch einfach nicht einsehen wollte, so im Nachhinein, weiß man es ja. Ich wollte immer so einen Bogen haben, der so einen Blitz hat. So einen Blitzschuss hat oder so einen Feuerschuss. Habe aber nie auf den Damage gerade. Ich wollte einfach nur, oh, der macht ein bisschen mehr Damage als mein Alter. Hat einen Leuchteffekt, den nehme ich. So war damals die Denkweise von mir. Ich habe Diablo 1 auch irgendwie mit 10 Jahren oder so gespielt. Obwohl das ab 18 ist. Ja. Liegt nicht an meiner Mutter, das lag an mir. Also nicht, dass ich jetzt macht so, oh, voll schlecht als oben oder so. Nee, das ist, damals habe ich ganz viele Spiele vom Onkel geschenkt bekommen. Und dann sagte mein Onkel, das weiß ich sogar noch, das Spiel hat er nämlich damals im PlayStation 1 Karton versteckt. Dann sagte er noch, das Spiel aber ihm erst geben, wenn er älter ist. Und ich habe natürlich nicht drauf gehört, habe den PlayStation 1 Karton irgendwann geplündert und dann habe ich da Spiele gefunden wie Mortal Kombat. Ich meine, Mortal Kombat als, das habe ich sogar mal als 8-Jähriger gespielt, wo dann irgendwie, wenn man tot ist, man dann so eine Grube fällt. Oh, hat mir das Albträume bereitet, das war so schlimm. Das war auch manchmal meine eigene Schuld, wenn ich so einen Scheiß mache. Naja, was soll's. Ich bin auch nur ein bisschen davon geschädigt heutzutage, also kann ich damit leben. Jedenfalls, aber Diablo 1 und damals schon als Kind bis zum Ohnmächtigwerden gezockt, nie Albtraum durchgespielt. Bei Albtraum, glaube ich, nur bis zum zweiten Untergebiet irgendwie. Das waren ja diese Höhlen gewesen und dann war es mir einfach zu schwer. Und deswegen, ja, immer nur auf normal durchgespielt. Ich glaube, irgendwann später schockt man ja auch nur noch, wenn überhaupt mal ein Level auf normalen Schwierigkeitsgrad. Einfach nur lustig, so im Nachhinein betrachtet. Dann halt später, Diablo 2 gezockt, auch bis zum Ohnmächtigwerden. Bei Diablo 2 hatte ich aber immer das Problem, weil ich bin jemand, der kann ein Spiel nur einmal durchspielen, gefühlterweise. Außer jetzt hier The Binding of Isaac, weil das ist wieder was anderes irgendwo. Aber halt, Diablo 2 habe ich irgendwie immer nur einmal durchgezockt, dann, wenn ich ein Albtraum war, habe ich es nie weiter als die Wüste gebracht. Einfach weil mir dann irgendwie beim hintereinander durchzocken der Spaß verging. Ja, ich weiß, ich bin ein komischer Mensch. Und The Whore of Babylon. Heißt, wenn wir ein Leben haben, ein halbes Leben oder ein Leben, dann werden wir super stark und können, glaube ich, auch fliegen. Wenn ich mich nicht täusche. Komm, shoot up me, Bro. Eine Bombe. Bombe für Bombe. Genius. Und ich hoffe, wir finden noch einen Schlüssel. Ich möchte so gerne in den Itemraum. In den Münzraum. Nein, aber wie gesagt, Diablo 2. Nie weiter als Albtraum gezockt. Keine Ahnung warum. Naja, bei Diablo 3 wird es vielleicht anders werden. Ich hoffe es auch. Diablo 3 hat ja jetzt das ganze komplette umgestellte Skillsystem. Was ich sogar sehr begrüße, weil man bekommt halt auf jedem Level bekommt man was dazu. Bei Diablo 2 war es einfach so,
Ja, du hast einfach immer nur dein 1 gelevelt quasi. Das heißt, ich begrüße die Änderung in Diablo 3 eigentlich doch schon sehr. Oh, ich glaube, wenn wir jetzt Glück haben, haben wir hier den geheimen Raum und wir können uns zum Münzraum hochspringen. Ja. Oh, was für ein Scheißglück. Und wir haben 48 Münzen. Halleluja.